Sie haben das Haus von Dickbühler haben Sie bekommen, ne? Noch ja. immer. Warum ist das Haus so wichtig für Sie? Sie haben da 8 Jahre gefangen gesessen und Sie gehen noch immer nach Hause. Warum ist das wichtig, dieses Haus? Ja, also es ist so, dieses Haus wurde mir als Schmerzensgeld von dem Täter, der ja nicht mehr lebte, ja. Anstatt eines Vermögens zugesprochen. Und ich wollte Zugang zu dem Haus behalten, damit nicht andere Menschen, eventuell Journalisten, schon damals 2006 irgendwelche seltsamen Sachen damit machen. Und kommst du da auch noch wel eens in das Haus? Ja, jeden Monat kommen Sie da, ne? No? Alle 2 Monate. Und ich bin meistens im Garten, weil ich einfach das Haus nicht ertrage. Aber ich lüfte dort und schaue, ob alles in Ordnung ist, so wie man das hier im Beitrag sieht. Und wirst du es nicht verkaufen? Vielleicht, aber wer möchte schon in diesem Haus wohnen? Haben Leute schon immer gefragt nach Haus, oder niemand? Ja, also am Anfang gab es Verrückte, Leute, die gratis dort wohnen wollten. Gratis? Warum gratis? Naja, sie dachten, sie würden mir einen Gefallen tun, um das Haus zu erhalten, den Garten pflegen und dort wohnen. Aber wie ist es für Sie, um da herumzulaufen? Weil es ist ein Gefängnis für Sie auch gewesen. Schreckliche ja. Erinnerungen, ne? Es ist, im Garten ist es wie gesagt nicht so schlimm, aber im Haus, also es ist leer, es hat sich auch verändert. Es hat seine Seele verloren, es ist nur noch ein Haus. Die Leute begreifen viel nicht von was Sie gemacht haben. Ne? Sie sind auch auf Ferien gewesen mit Prikopil und Sie haben gesagt, ja, ich hatte Angst, ich konnte nicht fliehen. Begreifen Sie die Leute jetzt das besser, dann 10 Jahre vor 10 Jahren, vor 5 Jahren? Also es waren ja keine Ferien, sondern es war ein Tag, wo wir Skilaufen waren. Okay. Und das war nicht schön. Und ich habe sogar versucht, eine Person darauf aufmerksam zu machen. Und ich denke, es war Holländerin oder Däne. Es war eine Holländerin oder eine Dänin, die mich für eine betrunkene Russin hielt. Hm. Und so hat sie mir nicht geholfen, weil sie mich überhaupt nicht verstanden hat. Wie haben Sie es versucht? Ich habe es gesagt, wer ich bin. Und was haben die dann gesagt? Sie hat einfach nur gelächelt und ist auch weggegangen, weil sie nicht wusste, was ich sage. Sie dachte, ich murmle irgendwie besoffen irgendwas vor mich hin. Aber Sie haben es oft gemacht, auch mit einem Polizisten haben Sie es versucht, aber der ist auch nicht gesehen, ne? Ja, ich habe versucht, ihm Augenzeichen zu geben, mit Blinzeln und so, aber das hat auch nicht funktioniert. Was war die Angst für ihn? Was hat er Ihnen gesagt, dass Sie so viel Angst hatte? Ja, also er hat gesagt, er hat immer irgendetwas mit, einen Schraubenzieher oder sonst irgendetwas und er könne im Notfall mir die Pulsadern, also die Halsschlagader irgendwie durchstoßen oder jemand anderem was tun. So schnell könne ich gar nicht schauen und es wäre vielleicht jemand tot. Es ist vielleicht ein bisschen, ja, dass ich das sage, aber Sie hatten Angst für ihn, aber er soll auch Essen für sich bringen oder etwas zu trinken und die Versorgung auch. Haben Sie ihm auch ein bisschen geliebt, ist nicht, dass ich das wird, aber habt ihr ihn gemerkt auch, der Prikopil? Ja, ich mochte es, wenn er mir was zu essen gebracht hat und ich mochte es, wenn er mich nicht erfrieren hat lassen und ich mich waschen durfte. Das mochte ich, weil ich nicht verwahrlosen wollte. Und ich habe ihn auch dafür gemocht, dass er mir Bücher gebracht hat und mich Radio hören ließ. Sonst wäre ich ja komplett abgeschottet gewesen. Und jetzt? Gibt es das Hass oder Verzeihung? Also ich denke, jetzt ist es gar nichts mehr von dem, jetzt habe ich die Person einfach vergessen.